Die Tageslosung Lukas 6, Vers 35. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Frage: Wer liebt es, Gutes zu tun, zu leihen und die Feinde zu lieben? Lass uns mal den Text anschauen. Kinder des Höchsten leihen und tun Gutes, lieben ihre Feinde, ohne etwas dafür zu erhoffen. Okay, nochmal Glück gehabt. Jetzt weiß ich, warum ich das nicht kann. Auf jeden Fall nicht immer. Ich hatte ein Gespräch mit einem Autor, der Lebensgeschichten sammelt für ein Buch. Und in letzter Zeit höre ich immer wieder diesen Satz: Wir haben alle Leichen im Keller. Victionary.org beschreibt Leichen im Keller folgendermaßen: Eine Belastung aus der Vergangenheit oder etwas auf dem Gewissen haben, eine Schuld auf sich geladen haben. So, und dieser Autor, wir trafen uns öffentlich, der schaute sich immer um, ob vielleicht andere zuhören, weil ich ja peinlich berührt sein könnte, weil ich ja was Privates sage. Und ich merkte das und sagte dann zu ihm: Du kannst mich immer besuchen und durch jeden Raum meines Hauses gehen. Es ist alles offen. Keine Leiche im Keller. Für viele Menschen ist der Text aus Lukas 6, Vers 35 die Beschreibung eines Idealzustandes. Naja, aber der wird dann mit ihren Kommentaren auch schon wieder leicht abgemildert. So, als ob man diesen Idealzustand eben bei keinem Menschen vorfindet. Echt? Hast du eine Leiche im Keller? Paulus von Tarsus schreibt, dass sein Leben mit allen Schwierigkeiten des täglichen Lebens, zu Hause, auf der Arbeit, in den christlichen Gemeinden, die eigenen Finanzen. Also Paulus schreibt für sich: Dies alles löst sich für mich darin, dass ich mich nicht stütze auf meine intellektuelle Größe, sondern jeder Umgang mit mir selbst und meinem Nächsten und mit Gott löst sich darin, dass ich meinen Lebensfokus auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, habe, als Gotteslösung. Frage: Besteht bei uns nur so viel Christsein, wie es unser Verstand nachvollziehen kann? Denn, so schreibt dieser Paulus auch, wäre ein Mensch schlau, richtig schlau, und würde Gott dumm sein, so wäre Gottes Dummheit schlauer als alle Menschen auf der Erde zusammen. Steve Jobs, der mit 56 Jahren 2011 starb, soll auf seinem Sterbebett gesagt haben: Du kannst jemanden einstellen, der für dich Auto fährt, Geld für dich verdient, aber du kannst niemanden mieten, der die Krankheit für dich trägt. Egal welche Krankheit. Auch diese Krankheit von Schuld. Mir fiel dazu folgender Text ein. Er, Jesus Christus, war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts erachtet. Aber in Wirklichkeit war es doch so: Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber meinten, der wurde von Gott geplagt und dass Gott ihm die Todesstrafe gab. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sollen wir geheilt sein, auch von den Leichen im Keller. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus.